Natürlich wiederholt sich jährlich die Nacht zum 1. Mai, je nach Region verschieden benannt, von der Walpurgisnacht über die Freinacht bis zur Philippinacht, so im Berchtesgadener Vorland und hier im Berchtesgadener Talkessel als Dubnacht bekannt. Eigentlich eine traditionelle Geschichte, langjährige Tradition, wo es darum geht, den Nachbarn, anderen Bürgern einen Streich zu spielen. Aber da liegt letztendlich dann auch der Hund begraben. Dieser Streich darf natürlich nicht in Richtung Straftat ausarten. Da ist dann die Polizei wieder im Spiel. Das heißt, alles, was irgendwie mit Sachbeschädigung zu tun hat, Sachen so zu verstecken, dass sie nicht mehr gefunden werden können, Gefahrensituationen zu erzeugen, indem man zum Beispiel Kanaldeckel aushängt, vermeintliche Scherze wie Schlösser verkleben und so weiter, sind natürlich nicht drin und werden polizeilich verfolgt. Ihr habt jetzt vor Jahren hier in Berchtesgaden einen ganz gefährlichen Streich gehabt oder sogenannten Streich. Ein Stahlseil wurde da über eine Straße gespannt. Sowas ist absolut eine schwere Straftat, oder? Das hat natürlich mit Streich nicht mal im entferntesten Sinne zu tun. Da geht es um Erzeugung einer ganz gefährlichen, möglicherweise sogar lebensbedrohlichen Situation. Das wird natürlich von der Polizei und auch von der Justiz dementsprechend scharf verfolgt und da werden wir auch dahinter sein, wenn es geht, so Sachen zu verhindern und wenn sie sich nicht verhindern lässt, auch dann zu verfolgen. Wie schaut es aus? Seid ihr verstärkt in der Nacht unterwegs oder wie schaut die Situation aus? Auf was achtet ihr besonders? Letztendlich ist die Nachtschicht heute mit voller Dienststärke unterwegs, also Zeitausgleich, Überstundenabbau wurde heute gestrichen, um eben gewappnet zu sein, wobei also die letzten Jahre im Berchtesgadener Dienstbereich ist ja einigermaßen ruhig war. Wir hoffen natürlich, dass es auch heute Nacht wieder so ist und können letztendlich an die Bevölkerung nur appellieren, sehr scharf zu unterscheiden zwischen Streich und Straftat oder Gefahrensituation zu erzeugen. Die Dubnacht, Philippinacht geht auf was zurück? Kann man das irgendwo sagen oder traditionell? Ja, man, es gibt verschiedene Erklärungsansätze. So wie es mir bekannt ist, sollte in früheren Zeiten das eine Möglichkeit sein, den Nachbarn, der möglicherweise seinen Hof etwas unordentlich führt, zur Ordentlichkeit mehr anzuleiten. Damals wurden Sachen zusammengetragen und am Dorfplatz dann aufgestellt, sodass die Kirchgänger sehen konnten, welches Sillingfass oder wie auch immer dort abgestellt war. Letztendlich der Hintergrund durchaus ja, historisch nicht verwerflich, aber was halt daraus geworden ist oder in manchen Fällen daraus wird, geht einfach nicht.